Oh, hallo Bär. Oh, hallo Wolf. Was verschafft mir denn die Ehre? Du, hör mal, ich war hier zufällig in der Gegend und dachte, wir haben uns lange nicht gesehen und ich komme einfach mal vorbei. Na gut, dann komm einfach rein. Wow, richtig gemütlich hast du es hier. Und so viel Platz. Ich wünschte, ich hätte bei mir auch so viel Platz. Ja, dann setz dich doch bitte. Möchtest du einen Tee? Ach, weißt du, lieber Bär, ich möchte dir keine Umstände machen. Ich bediene mich hier einfach selber. Aber warte! Au, 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 au! Mir ist der Teespender auf den Knöchel gefallen. Au! Warte, warte, ich rufe sofort einen Krankenwagen. Au, au, mein Fuß. Hallo? Krankenwagen? Ja, bitte kommen Sie zur Bärenhöhle. Ja, hier ist ein Verletzter, er hat sich am Fuß verletzt. Okay, beeilen Sie sich bitte. Der Krankenwagen ist unterwegs. So, wenigstens konnten wir dich jetzt schon mal von der Teekanne befreien. Tut's denn immer noch weh? Oh ja, es tut tierisch weh. Wird Zeit, dass der Krankenwagen kommt. Der müsste jeden Moment hier sein. Ach, schau mal, da kommt Marsha. Hallo, da bin ich schon. Das wird aber Zeit. Ich habe solche Schmerzen am Fuß. Ja, ich werde dich jetzt sofort untersuchen. Ich horche einmal deinen Herzschlag. Okay, hier ist alles in Ordnung. Jetzt schaue ich mir deinen Fuß an. Ja, ich sehe schon. Da muss auf jeden Fall ein Verband dran. Du hast ihn dir verstaucht, den Knöchel. So, fertig. Ich hole noch schnell die Liege und dann bringe ich dich ins Krankenhaus. Bär, würdest du mir helfen? Ja klar. So, noch ein Stückchen weiter rein. Geschafft. Danke, lieber Bär. Ja, sehr gerne. Und dir, Wolf, gute Besserung. Danke. Hallo ihr Lieben und willkommen auf Kinderspielzeugwelt. Heute geht's um Mascha und den Bären. Ihr seht hier schon, dass wir eine tolle aufklappbare Bärenhöhle haben. Die werden wir uns gleich zusammen angucken. Aber das ist noch nicht alles, was wir haben. Wir haben auch noch den tollen Krankenwagen und eine größere Puppe von Marsha mit vielen Tieren. Aber zuerst schauen wir uns die Bärenhöhle an. Da seht ihr die schöne Bärenhöhle schon vom Nahen. Die hat natürlich auch eine Eingangstür. Aber wie es da drin aussieht, das schauen wir uns gleich an. Zuerst mal das Zubehör. Wir haben einen Sessel, einen Fernseher, einen Topf und einen Tee- oder Kaffeespender, einen Ofen. Wir haben den Bären und natürlich Marsha. Und jetzt drehen wir die Bärenhöhle einmal um und werden diese von innen einrichten. Dazu klappt ihr diese einfach auf und könnt die Möbel links und rechts aufklappen. Aber Moment, da fehlt doch noch was. Da kommen sicherlich noch Aufkleber drauf. So, da sieht das Ganze doch schon etwas freundlicher aus. Hier haben wir das Bücherregal, einen schönen Teppich und auch einen Kühlschrank, der bis oben hin gefüllt ist. Nun richten wir unsere Höhle mal ein. Den Fernseher stellen wir hier in die Ecke. Hier vorne kommt der Sessel. Natürlich darf auch der Tisch nicht fehlen. Hier vorne kommt der Ofen. Mit dem Teespender. Die Mascha steht hier auch. Und natürlich der Bär. Und schon ist das Spieleset fertig aufgebaut. Ihr habt im kurzen Film schon gesehen, es geht um den tollen Krankenwagen. Enthalten ist natürlich der Krankenwagen.
Hier kann man die Türen öffnen. Auch die hintere Tür lässt sich öffnen. Und damit man besser spielen kann, kann man auch das Dach abnehmen. Und so sieht der Krankenwagen dann von innen aus. Mit im Set enthalten ist ein Rollstuhl, eine Krankenliege, zwei Wölfe, die Marsha, Feuerlösche und Gasflasche, ein Arztkoffer mit viel Zubehör, Verbandszeug und weitere Arztutensilien. Das dritte Set, welches wir haben, ist Marsha mit ganz vielen Tieren. Hier ist die Marsha-Puppe etwas größer, aber ich würde sagen, wir schauen uns diese einmal ausgepackt an. Hauptperson auch in diesem Set ist natürlich Marsha. Aber Marsha ist nicht alleine da. Sie hat nämlich ganz viele tierische Freunde dabei. Zum Beispiel ein Schwein, ein Steinbock, einen Hasen, den süßen Hund, einen Pinguin und ein Eichhörnchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn nicht schon geschehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!